Moin, moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei baubude.net. Heute soll es mal um den Einbau von einer DIN-Tür gehen. Was wir ein Werkzeug brauchen. Kurze Checkliste. Wir brauchen einmal Spreizen. Das sind relativ professionelle. Ein paar Keile brauchen wir. Ein Akkuschrauber. Wasserwaage. Eine, die quasi oben in den Türrahmen reinpassen muss. Und dann möglichst immer eine relativ lange, um zu erkennen, ob die Zarge nicht einen Bauch hat oder sowas. Und auf jeden Fall Zargenschaum. Damit wird quasi so eine Tür befestigt. Ich würde auch immer Zargenschaum empfehlen. Es geht auch mit Bauschaum, nur da besteht die Gefahr, dass der Schaum, weil der sehr, sehr stark presst und drückt, dass der euch den Rahmen verbiegt. So, dann bauen wir mal die Zarge zusammen. So sieht zum Beispiel so eine Beschriftung von so einem Zargenkarton aus. DL heißt DIN links und DIN links bedeutet immer, wenn ihr vor der Tür steht und die Tür soll zu der Seite nach innen aufgehen. Um die Anschlagsrichtung festzustellen, stellt man sich immer dorthin, wohin die Tür gezogen wird, wohin sie aufgeht. Und dann wird sie quasi zur linken Hand hingezogen. Ne? Das Allerwichtigste ist allerdings das Maß, das Zargenmaß. Und ich habe jetzt hier 130 als Breite. Das bedeutet, ich nehme von dieser Firma eine 125er. Manchmal gibt es auch nur 120er Breiten. Man kann die ungefähr 2 cm auseinanderziehen. Das heißt, deswegen gibt es sie auch in diesen Maßen. Auf dem Baumarkt bekommt man meist die 120er und die breitere Breite wäre die 140er. Weil man, da werdet ihr nachher sehen, ein wenig variieren kann. Dann bauen wir jetzt unsere Zarge erstmal zusammen. Wir bauen jetzt unsere Zarge zusammen. Was ich hier noch verändern muss, weil das ja eine Wohnungseingangstür ist und ich eine normale Zarge nehme, weil das auch, sage ich mal, das Einsteigermodell einer Wohnungseingangstür ist, nicht mit Dreifachverriegelung oder so, sondern nur etwas stabiler. Und quasi mit Bändern, wo der Stift reinkommt, gekontert wird, dass man die Tür nicht aushängen kann. So, die nehme ich generell raus, weil dann kann ich es besser hinlegen, montieren, das System an. Also es gibt, keine Ahnung, 2 oder 3 unterschiedliche Sachen, die ich so kenne. Das sind einmal diese Lamellendübel, die kommen jetzt hier rein, damit die Zarge nicht verrutscht. Da reicht eine Lamelle, wenn man jetzt ein 30er, 300er Breite hat, dann kann man 2 Lamellen reinmachen. Dann haben wir diese Klipse hier, die kommen da so rein. Wie viel haben wir davon? 4 Stück. Dann können wir hier ruhig 2 machen. Wie gesagt, es gibt mehrere Systeme. Es gibt auch welche, wo dann auch geschraubt wird. Gedübelt wird. Ja, hier ist es jetzt quasi so, dass man das oben, wo man jetzt quasi nicht drauf gucken kann, ist ein Loch in der Zarge. Und man kann da dann quasi die Schraube durchbohren.
Durch den blauen geht es ganz normal durch, da ist kein Gewinde drin. Und im schwarzen ist ein Gewinde, der quasi die Schraube dann aufnimmt. Ja, das gleiche machen wir jetzt auf der anderen Seite. Die Zarge haben wir jetzt zusammengeschraubt. Und jetzt habe ich hier schon recht professionelle Spreizen. Dann nehme ich hier oben das Maß und die Spreizen sind dazu da, dass man, dass der Schaum die Zarge nicht zusammendrückt. Weil die Zarge wird ja jetzt nur befestigt durch Schäumen. Die wird ja nicht angeschraubt oder angedübelt oder irgend sowas. Und deswegen müssen die Spreizen dazwischen, weil sonst schiebt er den Rahmen quasi weg oder macht euch da einen Bauch rein oder so. So, ich habe die jetzt eingestellt. Dann gehe ich jetzt mit der Zarge an die Türöffnung, setze die rein. Was ich noch machen muss, ich muss noch ein bisschen Trittschalldämmung und Laminat drunter packen, weil das soll hier irgendwann nächste Woche verlegt werden. Und damit die Leute quasi das Laminat dann noch drunter schieben können. Ich habe die Zarge jetzt hier grob erstmal reingestellt. Ich habe das Laminat da drunter gelegt, damit ich die richtige Höhe habe. Und Trittschall auch drunter gelegt. Dann fange ich erst einmal an, hier quasi diese Waage auszurichten. Das ist schon mal ein schiefer Fußboden. Fast ein Zentimeter, was da oben ist. Also, das haben wir schon. Dann bei den Sachen empfehle ich immer die lange Wasserwaage zu nehmen, damit man wirklich auch sehen kann, dass man kein Bauch oder irgendwas, dass die Zarge krumm wird oder so. Jetzt unten ein wenig. Man kann das bei der großen Wasserwaage auch besser einschätzen. Wenn man eine kleine hat, dann denkt man, oh, das ist ja eine Waage. Ne? Das ist ja gar nicht so schlimm. Ein bisschen fehlt noch, aber das ist nicht schlimm. Also ausgerichtet ist es jetzt. Am Anfang als erstes nehme ich immer den. Ja. Die Seiten. Und dass der Rahmen schön parallel läuft. Und jetzt mache ich hier in der Mitte noch eine Spreize rein, damit der Schaum nicht hier noch so eine Beule reindrückt. Hier kann ich quasi die gesamte Türzarge am Ende einklemmen, damit die mir nicht wegrutscht. Gegebenenfalls auf der anderen Seite noch ein Keil dazwischen, falls es nicht ganz fluchtet. Und dann habe ich ein relativ sicheres System, dass mir der Rahmen nicht umkippen kann oder irgendwas passieren kann. Ich mache jetzt hier in die Mitte noch eine Spreize rein. Ja, als Alternative, wenn man eben nicht diese professionellen Spreizen hat, sind halt diese zur Verfügung hier. Die gibt es auch im ganz normalen Baumarkt. Oder, das ist natürlich dann ein bisschen mehr Fummelei, dass man sich ein Holzstück zusägt. Von mir ist auch ein bisschen kleiner und dann mit dem Keil den Rest ausgleicht. Okay. Wir sind bereit zum Schauen. Beim Zargenschauen immer wichtig, sich das durchzulesen, wie das Prinzip funktioniert. Bei dem ist es hier so, und eigentlich auch bei den meisten, man hat hier unten so einen Drehverschluss und das ist ein Zwei-Komponenten, 2K-Zargenschauen. Das heißt, die zwei Komponenten müssen wir jetzt erstmal mischen und mit diesem Drehen. Und da steht drauf, glaube ich, fünfmal mindestens. Uhrzeiger sind drehen. Jetzt geht es auch nicht mehr weiter.
und dann richtig gut durchschütteln. Im Normalfall bei Zimmertüren schäumt man hier unten in der Mitte oben, da auf der Seite auf. Ich mache heute auf der Seite, wo die Tür drin hängt, etwas mehr, weil die Tür doch relativ schwer ist. Wenn ihr irgendwo mal schäumen müsst oder bei euch schäumt, wo der Fußboden nicht schmutzig werden darf, dann empfehle ich dringend alles abzukleben, weil der Schaum, wenn der irgendwo drauf kommt, den kriegt man nicht mehr. Und hier kommt aber noch ein Fußboden, deswegen kann ich hier ruhig ein bisschen rumsauen. Ja, und man schäumt dann immer dort, wo die Spreizen sind. Ungefähr so 20, 30 cm. Auf der Seite etwas mehr. Jetzt ist der Schaum ausgehärtet und wir können die Spreizen rausnehmen. Da schneidet man den überschüssigen Schaum, der so ein bisschen drüber steht, ab. Und diese Blenden, die quasi in dem Paket mit drin waren von der Zarge, die werden jetzt hier nur drauf gesteckt. Man kann die auch noch verleimen. Ich würde sie aber erstmal nur stecken, falls doch irgendein Malheur passiert ist, zum Beispiel die Wasserwaage war kaputt oder sowas. Und man merkt dann beim Türeinhängen, dass es nicht funktioniert. Jetzt noch die Tür einhängen und das war's. So, jetzt machen wir noch die Scharniere hier rein. Dazu steckt man die rein und man kann hier quasi mit dem Imbus reingehen. Dann achtet darauf, dass er in die richtige Richtung dreht. Ich weiß nicht, wie das jetzt ist bei den neuen Zargen, aber ich hatte das schon mal bei einer älteren Zarge, da ist mir dann drinnen das Blättchen abgefallen, quasi die Mutter. Und dann durfte ich die Zarge wieder ausbauen. Okay, jetzt einhängen, gucken, ob es passt. So, jetzt kommt es voran. Passt sie oder passt sie nicht? Sieht gut aus. Passt. Ich habe die jetzt noch nicht ganz durchgesteckt. Falls ich die nochmal rausnehmen muss und irgendwas verstellen muss. Aber ich kann sie jetzt quasi so ganz reinstecken. Das war's. Ich werde noch Videos machen, einmal wie man so eine Tür noch ein bisschen justieren kann, was es für Verstellmöglichkeiten gibt und Einbau von Zylinderschlössern oder Tausch von Zylinderschlössern. Da wollte ich auch noch mal ein extra Video zu machen. Okay, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, wenn es euch nützlich war, gerne einen Daumen hoch, abonnieren, ist kostenlos, dann verpasst ihr keine Videos mehr. Bis zum nächsten Mal. Ciao.